Mehr als 500.000 Menschen leben heute in Konya, das trotz seiner modernen Rolle als Provinzhauptstadt eine Hochburg der islamisch-orthodox orientierten Konservativen ist. Die Neustadt ist geprägt von schmucklosen Zweckbauten. Für manche Touristen ist die ehemalige Hauptstadt der Seldschuken auf den ersten Blick auch eine Enttäuschung. Die Geschichte der Stadt geht bis in das dritte Jahrtausend vor Christus zurück. Damit ist Konya einer der ältesten Siedlungsorte der Türkei. Es gab sehr frühe Verbindungen zum Christentum. Die Aposteln Paulus und Barnabas waren hier. Auch in byzantinischer Zeit war die Stadt bekannt, aber bedeutend wurde sie erst unter den Seldschuken im 11. bis 13. Jahrhundert. Unter Sultan Alaaddin Kekubat wurde die Stadt ein wichtiges Kulturzentrum, wo sich so bedeutende Persönlichkeiten aufhielten wie Mevlana, ein Mystiker und Dichter, der hier auch den Derwisch-Orden gründete. Seine letzte Ruhestätte, das Mevlana-Türbe, ist Reiseziel zahlreicher Anhänger seiner Philosophie und natürlich auch für die Touristen. Das ehemalige Kloster der Derwische ist heute ein islamisches Museum, wohl eines der interessantesten in der ganzen Türkei. Seldschuklu başkenti Konya. Seldschukische Hauptstadt Konya. Wir sind doch auch Tanten der Derwische. Mevlana'nın şehrin. Mevlana Müzesi'ne de gideceğiz. Zendige. Evet, Peyta. Doğru. Mevlana bütün insanları sevgiye çağırıyor. Mevlana ruft alle Menschen zur Liebe auf. Das ist was für mich. Dervişleri görebilirim jetzt? Belki. Mevlana günleri Konya'da Aralık ayında. Sendegel, Sendegel. Hristiyan mısın? Gel. Yahudi misin? Gel. Müslüman mısın? Gel. Allah'a inanıyor musun? Gel. Allah'a inanmıyor musun? Yine gel. Biz de geldik. Mevlana'ya geldik. Dervişlere geldik. Konya'ya geldik. Die Zeremonie der tanzenden Derwische von Konya ist heute auch eine touristische Attraktion mit Gastspielen auf der ganzen Welt. Besonders im Dezember, zum Todestag von Mevlana, wird der große Philosoph und Ordensgründer mit Gedenkfeierlichkeiten und Symposien geehrt. Nach seiner Lehre erreicht man die Nähe zu Gott am ehesten in der Nächstenliebe und im mystisch verklärten Tanz. Durch zahlreiche Drehungen im Einklang mit monotoner Musik und Gesang erreichen die Tänzer einen ekstaseähnlichen Zustand. Der Orden der tanzenden Derwische gründete bald nach dem Tode von Mevlana ein Kloster und nahm großen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben in Konya. Viele Anhänger aus dem einfachen Volk schätzten den Rat der Derwische. Ein Stab im Gürtel signalisierte den Menschen auf der Straße, dass sie keine Zeit für ein Gespräch, sondern Wichtigeres zu erledigen hatten. Weitere Klöster wurden gegründet in Gallipoli, Aleppo, Istanbul, auf Zypern und Kreta. Ab dem 16. Jahrhundert bekam der Orden mit seinen festen Regeln mehr den Charakter eines Geheimbundes. Die Mitglieder kamen nun fast ausschließlich aus der Oberschicht, darunter sogar Emire und Sultane. Das war für Kemal Atatürk 1925 ein Grund, diesen einflussreichen Orden im Rahmen seiner Säkularisierungspolitik zu verbieten. Bis heute ist das Ansehen der Derwische nach wie vor groß, besonders in islamisch-konservativen Kreisen und Zirkeln, die zum Teil nach gleichen Regeln organisiert sind. Bei den Derwischen saß der Anwärter auf Mitgliedschaft 36 Stunden in einer Nische und wurde heimlich beobachtet. Wurden seine Schuhe wortlos in Richtung Türe gedreht, war er nicht aufnahmefähig für den Orden der tanzenden Derwische.
Zentrum des Mevlana-Museums ist das reich verzierte Türbe, die letzte Ruhestätte von Celaleddin Rumi, den seine Anhänger später dann Mevlana nannten. Er wurde 1207 in Afghanistan geboren und kam nach einigen Wanderjahren 1233 nach Konya. Sultan Alaaddin hatte ihn als Lehrer der Philosophie an eine Medrese berufen. Im Mittelpunkt seiner Ethik steht die Menschenliebe. Religiöse Intoleranz und rassistische Diskriminierung lehnte er ab, was damals sehr ungewöhnlich war. Mevlana war auch ein großer Dichter, der bereits zu Lebzeiten sehr geschätzt war und dessen Einfluss bis zu Goethes Zeit fortdauerte. Im Jahre 1273 starb Mevlana und fand hier mit einigen Familienangehörigen und Nachfolgern die letzte Ruhe. Für die zahlreichen frommen anatolischen Bauern und Bäuerinnen unter den Besuchern ist dieser Ort trotz Umwandlung in ein Museum eine zutiefst heilige Stätte. Vor allem ältere Frauen bleiben lange inbrünstig betend vor dem Grab ihres hochverehrten Mevlana stehen, während die Touristen mit kunsthistorisch orientierter Neugierde den Komplex besuchen. Aber auch unter modern denkenden Menschen auf der ganzen Welt hat Mevlana mit seiner Philosophie zahlreiche Anhänger. Im Mevlana-Museum sind neben der Grabstätte noch einige wichtige Sammlungen untergebracht. Alte Musikinstrumente, Teppiche, Glas und Kalligrafien. Sehenswert ist auch die gegenüberliegende Selimiyye Cami, von 1566 bis 1577 gebaut und mit zahlreichen Ornamentmalereien geschmückt. Ich denke, nun ist erst einmal eine kurze Pause von den historischen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt nötig. Renate und Silvia haben den richtigen Riecher für andere Spezialitäten des Ortes. Jasmin, Papa. Sandalo, Rosa, Jasmin. 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 Jasmin, Papa. Jasmin. Gördün mü? Jasmin. 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 Ha. Mevlana. Jasmin. Very good. Very good. Ha. Very good. Jasmin. İçtin mi? Mevlana. Bak şöyle Mata. Şöyle sürersin. Bak. Şöyle sürersin. Şöyle. Monsieur de. Very good, very good. Çok güzel. Very good. Tamam. Al. Çok teşekkür ederim. Okay. Tamam, tamam. Danke. Danke. Şöpüler. İyi günler. Goodbye, goodbye, goodbye. Jetzt aber die anderen Sehenswürdigkeiten aus seldschukischer Zeit in aller Kürze. Das ist zunächst einmal die Ince Minare-Moschee. Das schlanke Minarett gab der Moschee den Namen. Das reich verzierte Portal gehört zu den schönsten dieser Art in Anatolien. Die Karatay-Medrese von 1251 ist eine ehemalige Koranschule, heute als Museum genutzt. Hier befindet sich eine sehenswerte Sammlung seldschukischer Fayancen und Keramiken. Auch die Kuppel des ehemaligen Hörsaals der Medrese ist damit reichlich verziert. Interessant sind die versteckten Darstellungen von Mensch und Tier in den kleinen Kacheln, obwohl der Islam doch eigentlich solche Abbildungen verboten hatte. Einige hundert Meter weiter treffen wir auf Reste der alten Palastburg am Fuße des Alaaddin-Hügel. Weiter oberhalb liegt die gleichnamige Moschee. Im Jahre 1221, nach 70-jähriger Bauzeit vollendet, ist die größte seldschukische Cami von Konya. Rund um den Standort der Moschee ist der Hügel heute eine Parkanlage mit Teegärten. Wollen wir hier einen Chai trinken? Ja, machen wir. Wartet mal. Der Teegarten ist hier unterteilt. Einmal für Männer und einmal Eilema, also für Familien. So. Das heißt also, dass Renate nicht in jedem Fall dorthin müssen und ihr könnt dort ins Männercafé gehen. Ich meine, wir wollen Ihnen das nicht nehmen, ne? Oh, komm, danke. Komm. Wir gehen aber lieber zu den Frauen.
Unterhalb des Aladdin-Hügel, gleich neben dem Boulevard von Konya, befindet sich die Altstadt und das Geschäftsviertel. In den engen und lärmerfüllten Gassen des Bazars wird alles angeboten, was das Herz begehrt. Vieles ist außerdem preiswerter als in den Touristenzentren des Landes. Aber Vorsicht, verlaufen kann man sich auch hier sehr schnell. Da seid ihr ja, Mensch. Hey, wo warst du denn? Ich hab mir eine Jacke gekauft. Eine Jacke? Kauft er sich eine Jacke? Wieso sagst du denn nichts? Passt hier. Sie zu dir? Na, guck mal. Und? Meine Dame, komm, wir müssen jetzt endlich weiterkommen. Gut. Na ja, komm. Hoffentlich hast du einen guten Handel gemacht. Gutes Verhandlungsgeschick ist Voraussetzung, wenn Sie bei den Teppichhändlern von Konya einen guten Preis erzielen wollen. Der dürfte dann um einiges günstiger sein als in Istanbul oder Antalya. Teppiche dieser Region sind sehr bekannt und von geschätzter Qualität. Man versteht hier etwas von diesem Handwerk, auch wenn es darum geht, alte Teppiche fachgerecht zu reparieren. Mit diesen Eindrücken wollen wir uns von Konya verabschieden. Bis nach Adana sind es noch ca. 300 Kilometer. Eine knappe Tagesreise mit dem PKW und die wollen wir doch heute noch schaffen. Folgen wir also unseren Freunden dorthin. Und? Wie und? Ich hab's erledigt. Komm, es ist besser, wenn ich fahre. Wieso du? Was kann ich dafür, dass der Trottel so kurz bremst? Der hat nicht mal ein Rücklicht. Okay, reg dich ab. Und, was hast du bezahlt? 200.000. 200.000 und da war nichts dran. Für eine Reparatur hätten wir aber bedeutend mehr bezahlt. Komm, fahr los. Davon ist Adana.
sag mal wieder, ist das eigentlich immer so heiß hier? Nicht immer, aber meistens. Na, dann gibt's ja hier wohl keinen Schnee. Wie soll es hier schneien, wenn es nie unter 0 Grad will? Es ist selten 20 und im Sommer wie jetzt ist es kaum unter 40 Grad. Dann ist der Sommer hier bestimmt lang. Von Mai bis Oktober. Das müsste die Taschke früh sein. So steht's auch geschrieben. Ich lese mal vor. Die Brücke Taschkeprü wurde unter dem Kaiser Hadrian erbaut. Später, im 6. Jahrhundert nach Christus, ließ Justinian die Brücke restaurieren. 21 Bögen stützten sie, von der heute nur noch 14 existieren. Ihre Länge beträgt 300 Meter. Du willst mich wohl ablösen. Wieso? Du sagst doch nichts. Ich will doch nicht, dass ihr blind durch die Welt zieht. Adana ist eine moderne Millionenstadt und mit Abstand auch die größte Industriestadt der Südtürkei. Große Konzerne wie Sabancı Holding, ein Familienunternehmen mit 30.000 Beschäftigten, haben hier ihren Hauptsitz. Moderne Hotels, Bürogebäude, Boulevards und Parkanlagen prägen das Stadtbild. Die ansässige Industrie bietet zahlreiche Arbeitsplätze an. Selten genug in der Türkei. Das fruchtbare Umland der Çukurova-Region sorgt zusätzlich für Wohlstand. Natürlich gibt es auch einige Spuren der Geschichte. Yeni Cami hier im Stadtzentrum, die schon erwähnte Taşköprü, das Bazarviertel mit dem großen Uhrenturm und das Türbe des Dichters Ziya Paşa, direkt neben der Ulu Cami, der größten Moschee von Adana. Aha. Unsere vier Freunde haben also auch den Weg hierher gefunden. Moment mal, hier wäre... Da hätten wir die Ulu Cami von Adana. Die berühmte Ulu Cami von Adana. Ihr Ruhm ist doch weit über unsere doch so großen Grenzen hinaus bekannt. Emir Halil Bey gab im Jahre 1507 höchstpersönlich den Auftrag dazu. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, mir in gesitteter Form zu folgen. Und ich bitte mir um mehr Ruhe. Bitte folgen. Nun hat er aber mächtig Oberwasser, der Herr Reiseleiter. Dann weiß er sicherlich auch, dass nordsyrische Moscheen Vorbild waren für den Bau dieser Cami. Dafür typisch sind die schwarz-weißen Streifen am Portal und im Innenraum. Hauptmoschee Adanas. Darf ich um mehr Aufmerksamkeit bitten, die Damen? Sie war nur ein Teil einer großen Anlage. Eine Medresse, eine Türbe und eine Dersane, die sogenannte Koranschule, gehörten ebenfalls zu dem Komplex. Bitte folgen Sie mir weiter. Der Innenhof wird auch zum Gebet genutzt und darf deshalb nicht mit Schuhen betreten werden. Wertvolle Fayancen aus Isnik und Kütahya schmücken den Säulensaal im Inneren der Moschee. Sie ist eine Insel der Ruhe und Besinnung in dieser hektischen Großstadt. Für mich wird es wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Unsere Freunde haben aber für sie noch eine kulinarische Spezialität der Stadt parat, die sie unbedingt kennenlernen sollten. Ja, komm da. Ja, komm da. Ja, komm da. Buyurun efendim. Birer ayran. Soğuk mu? Evet. Birer yoğurtlu Adana kebap. Biraz acıdır efendim. Es ist etwas scharf, sagt er. Adana Kebabı acı olur. Ben acıyı severim. Bu sıcakta iyi olur. Başka? Salata. Birer salata. Bol soğanlı. Peki efendim. Bol soğanlı. Mit viel Zwiebeln. Das ist gut. Birer heißt wohl? Je eins. İkişer? Je zwei.
3'e ye 3. Adına çok sıcak. Burası iyi. Ventilatör var. Burası Çukurova. Sıcak ve bereketli. Bereketli wusste ich furchtbar. Yaşar Kemal'in romanları da burada geçiyor. Evet, İnce Mehmet de burada geçiyor. İnce Mehmet, habe ich gesehen. Ja, er spielt hier in Çukurova. Hmm.